Für mich war das interessant, ich habe da mal hingeschaut unter der Woche, ich weiß nicht, welchen Feiertag die haben, aber es war alles verschlossen und habe ich nicht viel erfahren. Und ich habe jetzt aber über das Internet erfahren, dass im August 2005, also voriges Jahr, ein neuer Tempel der Jains in Potters Bar nördlich von London eröffnet wurde für die 30.000 Jains, die in London leben. Das heißt, so klein ist diese Religion gar nicht. Man kommt mit ihr, wenn man die Augen offen hält, schon in Kontakt. Und wie gesagt, gerade in London leben auch 30.000 Jains und ein neuer Tempel wurde jetzt vor kurzem eröffnet. Damit komme ich zum Buddhismus. Im Buch Ethos der Weltreligionen schreibt der Religionswissenschaftler Peter Gerlitz Folgendes über den Buddhismus. Zitat: Zu einer Zeit, da in anderen Kulturen das Tier als Opfer im Kult verwendet wurde und Tausende von Tieren auf und an den Altären der Götter ihr Leben lassen mussten, gab es im Buddhismus bereits erste Ansätze zu einer Tierethik. Auch hier haben wir diese Haltung des Nichtverletzens, des Ahimsa und des Mitleids, der Compassion, des Karuna. Die Tradition des Vegetarismus ist aber im Buddhismus nicht ungebrochen. Buddha hat zwar die Empfehlung ausgesprochen, kein Fleisch zu essen, aber kein formales Verbot erlassen. Sie wissen, dass buddhistische Mönche mit so einer Almosenschale herumgehen und um Gaben bitten. Und Menschen geben ihnen auch Nahrungsmittel. Und da hat der Buddha eben nicht verboten, dass sie Fleisch annehmen dürfen, wenn und insofern das Fleisch nicht extra für sie getötet wurde. Allerdings in den buddhistischen Grundregeln oder Weisungen, die erste dieser Grundregeln weist darauf hin, dass man andere Lebewesen, also auch Tiere, nicht töten und ihnen kein Leid zufügen kann. Und es sind sehr viele Buddhisten auch aus diesem Grund Vegetarier. Allerdings gibt es im Buddhismus zurzeit eine Diskussion. Es hat ein amerikanischer Buddhist, Norm Phelps, ein Buch geschrieben, The Great Compassion, Buddhism and Animal Rights, 2004, wo er eine Kritik an vielen westlichen Lehrern des Buddhismus übt, die diese Bedeutung von Tierschutz, Tierrecht und Vegetarismus im Buddhismus nicht ernst nehmen. Er sagt, für ihn ist Buddhismus, Tierrechte und Vegetarismus eine Einheit, aber viele buddhistische Lehrer in Amerika und anderen Ländern des Westens passen sich an die Gegebenheiten des Landes an und lassen diese Tradition zurück. Den sechsten Punkt lasse ich Ihnen sozusagen als Hausarbeit über. Ich habe schon sehr lange gesprochen. Ich könnte das noch zusammenfassen, was ich hier gesagt habe. Es ist praktisch ein Plädoyer für eine konsequente oder konsistente Ethik des Lebens, ein Begriff, der von Kardinal Joseph Bernardin, dem 1997 verstorbenen Erzbischof von Chicago, stammt, dass Christinnen und Christen, alle human denkenden Menschen, eine solche Ethik, eine konsequente Ethik des Lebens oder wie Albert Schweitzer es genannt hat, eine Ehrfurcht vor dem Leben vertreten. Text aus koptischem Manuskript, Text von Johannes Ude, die haben Sie beide auf der hinteren Seite. Der eine Text, der leider nicht in der offiziellen Bibel steht, wie Jesus einen Maulesel geheilt hat. Das heißt, es gab auch in der Jesus-Tradition Geschichten, die Jesu Fürsorge für die Tiere beschreibt. Und dann, worauf ich recht stolz bin, ein Ausschnitt aus einem Buch von Johannes Ude, der Theologieprofessor an der Universität Graz war, katholischer Priester und Theologieprofessor, der schon 1948 in einem Buch »Du sollst nicht töten« für den Tierschutz und den Vegetarismus eingetreten ist und der ein leuchtendes Beispiel für diese tierfreundliche Tradition im Christentum ist. Gut, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen vermitteln in dieser Kürze der Zeit, was Tierrechte, Tierethik und Religionen miteinander zu tun haben, wo es positive oder weniger positive Traditionen gibt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang dieser Reihe, dass dieses Gespräch, dieses interdisziplinäre Gespräch eben auch ein Gespräch ist
dass die Prägung der Menschen durch bestimmte Religionen ernst nimmt, als kulturelle Prägungen, und dass die Religionen, in meinem Fall eben das Christentum, kritische Rückfragen an die eigenen Traditionen zulässt und neue ethische Konzeptionen ausarbeitet. Und das habe ich hier an diesem Abend versucht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.